Wenn sich einer der Urproduzenten von Critters höchstpersönlich um den Abschluss dieses Franchises kümmert, dann kann entweder Freude aufkommen oder Bauchweh. Aus dem Weltall kamen sie, ins Weltall werden sie wieder geschossen, begleitet übrigens durch Chucky himself bzw. dessen Stimme Brad Dourif und von Angela Bassett. Und natürlich Charlie nicht zu vergessen. Critters 4 begründete somit jetzt meines Wissens einen Sequel-Trend, der jetzt in den Folgejahren recht beliebt wurde, die endgültigen Filme dann aber höchstens zwiespältig aufgenommen wurden. Was die Critters jedoch von den anderen unterscheidet, ist eben die Tatsache, dass sie aus dem Weltall kommen. Also steckt da schon irgendwo eine gewisse Logik drin. Es geht wieder dahin, wo das Ganze angefangen hat. Wie immer erfahrt ihr im heutigen Video jetzt im ersten Teil alles Relevante zur Produktion. Danach schauen wir uns die Handlung an. Und anschließend gibt es dann meine persönliche Kritik. Hat Rupert Harvey hier gute Arbeit geleistet? Viel Glück. Ich meine, viel Spaß. Wie ich jetzt in meinem letzten Video bereits erzählt hatte, wurden ja Teil 3 und Teil 4 back-to-back gedreht. Der letzte Film endete ja eben mit diesem riesen Cliffhanger, dass die Critters eben wieder dahin befördert werden, wo sie hingehören, nämlich ins Weltall. Ursprünglich war ja nach dem zweiten Teil eigentlich fast schon Schluss, weil er war nicht erfolgreich. Die Produzenten Barry Opper und Rupert Harvey probierten dann aber, New Line-Chef Bob Shay zu überzeugen, doch weiterzumachen. Hier ein kurzer Rückblick auf diese Geschehnisse. Wir sind's mal wieder. Pass auf, wir hätten da so eine Idee, so einen Vorschlag für dich. Und zwar, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt Critters Teil 3 und 4 back-to-back machen, aber dafür nicht mehr ausgeben als damals, als wir das Original gemacht haben? Raus aus meinem Büro! Halt! Tut es. 2 Millionen. Für beide Filme zusammen. Aber keinen Cent drüber. Comprende? Anhand der Ideen der Produzenten schrieb jetzt ein Joseph Lyle das Drehbuch, was dann später von David J. Scow überarbeitet wurde. Und der hatte ja auch schon die Drehbücher zu zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre 3 oder Nightmare on Elm Street 5 verfasst. Also im Horrorgenre kein Unbekannter. Das Drehbuch wurde jetzt, sagen wir mal, auf das neue Budget angepasst. Insgesamt waren ja etwa 2 Millionen Dollar geplant, doch anscheinend ist wohl das meiste in Teil 3 geflossen und es blieb jetzt nicht mehr so viel übrig für Teil 4. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich finde, das sieht man. Kameramann war erneut Thomas R. Calloway und die Regie übernahm diesmal nicht Christine Peterson, die ja schon Teil 3 inszeniert hatte, sondern eben Rupert Harvey, höchstpersönlich Produzent seit Teil 1. Er ist übrigens auch der Ehemann von Rachel Talalay, die jetzt bei mehreren Nightmare on Elm Street Filmen sowohl Produzentin war, an den Special Effects mitgearbeitet hatte und im Falle von Freddy's Dead... Ja, genau der. Ihr Regiedebüt gab und danach noch ein bisschen was fürs Kino machte und relativ viel dann fürs Fernsehen. Bei ihrem Gatten Rupert blieb es jedoch mit Critters 4 bei diesem Regiedebüt. Ich gehe mal davon aus, der hat da gemerkt, dass das Ganze wohl doch ein ziemlicher Knochenjob ist. Ich meine, ich sage ja für mich immer, mein großer Traum ist es ja auch, irgendwann vielleicht mal Regie bei einem Film zu führen. Aber ich glaube, wenn das jemals passieren würde, ich wäre danach wahrscheinlich reif für die Klapse. Da bist du ja wirklich für alles verantwortlich. Vom kleinsten Wehwehchen, von Schauspieler Z bis hin dazu, dass du eben bei den Produzenten den Kopf hinhalten musst, falls es mal eben nicht nach deren Vorstellungen läuft. Inwieweit das jetzt dann auch für Rupert Harvey zutrifft, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass er sich einfach mal ausprobieren wollte, aber danach gemerkt hat, dass er sich in der Rolle des Produzenten halt doch wohler fühlt. Beim Cast sind hier wieder Don Opper als unser altbekannter Charlie mit dabei, sowie Terrence Mann als Ack, beziehungsweise hier dann auch als Counselor Tetra. Also es ist keine Doppelrolle, es ist dieselbe Figur. Während Oppers Screentime im Gegensatz zu Teil 3 jetzt deutlich erhöht wurde, beschränkt sich Manns Auftritt jetzt wirklich nur auf ein paar Minuten am Ende. Wir sehen ihn zwar auch am Anfang des Films, aber da es sich hierbei um eine Rückblende zu Teil 3 handelt, zähle ich das jetzt mal nicht dazu. Außerdem wollten hier die Produzenten einen Wahnsinns-Twist einbauen, weil sie das für eine Wahnsinns-Idee hielten. Und es wurde entschieden, dass Aki auf einmal der Böse ist. Der weitere Cast ist ein komplett neuer. Es tauchen keine weiteren bekannten Figuren mehr auf. Leo aus Teil 3 ist auch nicht mehr dabei. Dafür haben wir jetzt hier in diesem vierten Teil zwei Hochkaräter. Chuckys Stimme, Screamer Schlangenzunge, der Gemini-Killer aus Exorzist Teil 3 oder auch der Alien-Flüsterer aus Alien 4. Brad fucking Dourif ist hier mit dabei in der Rolle des Al Albert Bird. Dieses Namenswortspiel ist so scheiße, dass es irgendwie fast schon wieder gut ist. Und im Gegensatz zu vielen anderen seiner bisherigen, eher exzentrischen Rollen, ist diese Rolle hier eher introvertiert und nett. Und dann sehen wir hier dann auch
Angela Bassett als Fran, die jetzt vor allem in den 90ern ordentlich durchstartete. Sie wurde ein Star des schwarzen Kinos mit Filmen wie jetzt zum Beispiel Malcolm X oder auch Boys in the Hood und spielte auch ansonsten in relativ vielen Blockbustern mit, zum Beispiel bei Black Panther oder auch den letzten Avengers-Filmen. Ansonsten sehen wir hier einen Paul Withorn als Ingenieurslehrling. Ethan Anders Hove spielt Captain Rick, Eric Dury ist Bernie und das ehemalige Bond-Girl Martine Beswick hören wir hier als Computerstimme Angela. Gedreht wurde im Sommer 91 wieder in L.A. und zwar überwiegend dort, wo man auch schon die Sets für das Apartmenthaus aus Teil 3 gebaut hatte. Nachdem die Dreharbeiten zudem nämlich beendet waren, riss man alles ab und es wurden die Sets für Teil 4 aufgebaut. Die Critters selbst stammen selbstverständlich wieder von den Kyoto-Brüdern. Aber es war jetzt am Ende wohl zu wenig Kohle da für mehrere Critters-Puppen, also beschränkte man sich auf 2 Main-Critters. Man sieht zwar später noch einige mehr, aber das sind wirklich nur billige Handpuppen. Die Kyoto-Brüder selbst nennen diesen Film dann auch gerne deswegen Critters Light. Irgendwann waren dann die Dreharbeiten beendet. Der Film ging in die Post-Production, er wurde geschnitten, die besten visuellen Effekte aller Zeiten wurden hinzugefügt, er wurde musikalisch und spektakulär vertont und war dann irgendwann bereit für die Veröffentlichung. Critters 4 erschien in den Staaten am 14. Oktober 1992 auf VHS mit einer PG-13 Freigabe und einer Laufzeit von 87 Minuten. Schaut man sich jetzt mal die Bewertungen bei Rotten Tomatoes an, liegt das Tomatometer bei 0. Das Popcornmeter, also der bisherige Audience Score, immerhin bei 18%. Also es gibt ein paar Leute, denen gefällt der Film, aber wirklich positiv abschneiden tut er nicht. Bei uns startete der Film interessanterweise sogar früher als in den USA, nämlich schon am 20. August 1992 mit einer FSK-Freigabe ab 16. Und laut deutschem Wikipedia sogar im Kino. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist schlichtweg Quatsch. Es war ein VHS-Release von VPS Empire und es fehlten dort 7 Minuten an Handlung. Ich nehme an, weil man einfach noch ein bisschen Platz auf der VHS für Trailer haben wollte. Da ich jetzt im Netz aber keine konkreten Infos dazu finden konnte, warum das so war, habe ich mir gedacht, sei doch mal so schlau und frag mal ChatGPT. Critters 4 erschien in Deutschland gekürzt aufgrund der damaligen strengen Regulierungen und Richtlinien der FSK und der deutschen Jugendschutzgesetze. Hä? Im Fall von Critters 4 wurden vor allem Gewaltszenen gekürzt, um eine Freigabe ab 16 Jahren zu erhalten, was dem Verleih ermöglichte, den Film einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das ist absoluter Quatsch und bestätigt mich mal wieder meiner Denke, vertrau keiner KI. Es sind Handlungsschnitte. Das bisschen Gewalt hier im Film, das blieb wirklich komplett unangetastet. Diese Fassung lief dann in den Folgejahren auch hin und wieder im Free und auch im Pay-TV und wurde dann auch im März 2004 von Kultlabel Laser Paradise erstmals auf DVD veröffentlicht. Bis Oktober 2005 dann die Warner Brothers DVD erschien und zwar mit der kompletten ungeschnittenen US-Fassung. Sowohl einzeln wie auch in der allseits bekannten Critters Collection. Die bisher fehlenden Passagen sind hier dann eben im O-Ton mit Untertiteln. Und anscheinend ist der Film dann auch neu geprüft worden, denn die DVD hier von Warner Brothers, die trägt auf einmal eine FSK 12 Freigabe. Auch ist immer noch keine HD-Auswertung in Sicht, ganz im Gegensatz zu den Staaten, wo die Critters Collection auf Blu-ray von Shout Factory bereits veröffentlicht wurde. Gebt doch dem Video ein Like, gebt mir ein Abo, wenn ihr noch nicht habt, schenkt mir eure Aufmerksamkeit und dafür sage ich schon mal allerherzlichsten Dank. Machen wir weiter mit der Handlung. Der Film beginnt mit einer minutenlangen Rückblende auf die letzten Minuten von Teil 3. Charlie findet die letzten beiden Critters-Eier, da meldet sich Holo-Ak und interveniert. Es wird eine Raumkapsel geschickt, Charlie soll die beiden Eier dort deponieren. Er macht das, doch blöderweise schließt sich hinter ihm dann der Zugang und er wird zusammen mit den Eiern ins Weltall geschossen. 53 Jahre später, wir schreiben nun das Jahr 2045. Ein Bergungsschiff findet die Kapsel und holt sie sich per Traktorstrahl. Die Besatzung besteht aus Captain Rick, der Pilotin Fran, Frachtarbeiter Bernie, Chefingenieur Al Albert Bird, was ein geiles Wortspiel, und dem jungen Ingenieurslehrling Ethan, der es kaum erwarten kann, wieder auf die Erde zurückzukehren und die Tage schon im Kalender ankreuzt. Halt, stopp! Ist das eine Jahreszahl dort auf dem Kalender? 2372? Ich dachte 2045. Also hier in Teil 4 hat jetzt die Qualitätskontrolle, was Jahreszahlen angeht, schon wieder versagt, genau wie schon in Teil 3. Naja, draufgeschissen, weiter geht's. Die Kapsel ist jetzt an Bord. Auf einmal meldet sich per Funk ein Counselor Tetra und wir sehen, es ist
Ark. Die Crew soll doch bitte die Kapsel zur nächstgelegenen Station von Tetracor bringen, also Arks Firma. Dafür kriegen die dann den dreifachen Satz des üblichen Finderlohns. Gesagt, getan. Doch dort finden sie niemanden vor. Außer Angela, dem wirklich doofsten Computer aller Zeiten. Fran geht hier dann erstmal duschen. Lüstling Captain Rick ihr hinterher, doch der kriegt dann von ihr erstmal eine aufs Maul. Die restliche Besatzung kriegt das mit, woraufhin dann der geilste Diss der Filmgeschichte erfolgt. Oh, dieses Arschloch. Captain Arschloch. Captain Rick geht jetzt mitsamt seinem schwer angekratzten Ego zur Kapsel und öffnet die, nachdem er vorher noch den neugierigen Ethan ausgenockt hat. Hallo Charlie, hallo Mama und Papa Critter, hier noch als Babys. Also ich nenne diese zwei ab jetzt mal Mama und Papa Critter. Mama spricht dem Captain in den Mund und killt ihn. Und mal eine Frage, hat irgendjemand bei dieser Szene auch an Greta aus Nightmare on Elm Street 5 denken müssen? Papa Critter kriegt daraufhin noch von Charlie den Kopf rasiert und rennt nun mit einer Halbglatze rum. Er hilft dem ausgenockten Ethan daraufhin auf die Beine und zusammen durchstreifen sie nun das Schiff auf der Suche nach Critters. Sie landen erst in einem Labor, in dem wohl geheime Experimente mit anderen außerirdischen Rassen stattgefunden haben, landen dann in einer Müllentsorgungsanlage, aus der sie sich dann befreien können. Ethan findet dann eine Zugangskarte, die Bernie dann aber einsteckt, weil er unbedingt Pharmazeutika einkaufen möchte. Ihn schnappen sich die beiden Critters dann als nächstes und legen dann noch ein paar Eier. Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter. Albert übergibt Charlie eine 45er, also eine Antiquität. Mit der kann er dann später dann auch Mama Critter killen. Doch er erschießt dabei auch das Schiff und löst somit die Selbstzerstörung aus. Papa Critter hat derweil herausgefunden, wie dieser seltsame Mechanismus im Labor funktioniert und will seine Schlüpflinge in Ultra-Critters verwandeln und mit ihnen dann wieder Richtung Erde düsen. Doch dann taucht endlich Kanzler Troy, ich meine Tetra bzw. Ark, mit ein paar Sturmtrupplern für Arme auf und es folgt jetzt der Riesentwist des Films. Er ist nicht mehr Charlies Freund. Dann tötet Ark Albert. Ethan spielt mit den Sturmtrupplern Katz und Maus, schafft es sie im Labor einzusperren, wo sie dann von den Critters-Schlüpflingen aufgemampft werden. Ethan kommt dann mit den letzten Eiern jonglierend wieder daher, was Ark jetzt gar nicht gern sieht und es folgt quasi der Showdown, in dem dann zuerst Papa Critter im T-1000-Style gekillt wird. Dann gibt es einen Mexican Standoff zwischen Ethan, Ark und Charlie. Und Ark zieht hier den kürzeren. Die Überlebenden Fran, Charlie und Ethan schnappen sich nun Arks Schiff und düsen Richtung Erde. Aber Fran ermahnt Charlie noch, bitte nichts zu berühren. Doch kaum ist die weg, kann er natürlich nicht die Finger von der Konsole lassen, drückt auf den roten Knopf, das Schiff fliegt, weiß der Geier wohin und Abspann. Das Beste hier in diesem Film sind eindeutig Charlie, Chucky und Angela Bassett. Die beiden sind übrigens Oscar-Nominierte. Critters 4 gaukelt irgendwo, finde ich, eine Qualität damit vor, die er einfach nicht hat. Meiner Meinung nach strotzt dieser Film nur so von Problemen. Es fängt schon damit an und ich finde, das ist irgendwo das Hauptproblem, dass Regisseur Rupert Harvey einfach kein Händchen für eine anständige Inszenierung hat. Wir haben viele langweilige, statische Einstellungen. Es ist kaum Bewegung in den Bildern, außer wenn jetzt mal ein Crittersball durch die Gegend rollt. Und somit auch insgesamt wenig Dynamik. Die wird hier nicht mal irgendwie durch den Schnitt erzeugt. Ich meine, dadurch kann man ab und zu mal was retten, ja? Gefühlt geht hier wirklich jede einzelne Einstellung 10 Sekunden zu lang. Wir haben viel zu viel technisches Sci-Fi-Blabla und auch viel zu viel Rumgetippe auf irgendwelchen Tastaturen. Die ganzen Darsteller, die sitzen die meiste Zeit über ständig vor irgendwelchen überdimensionierten Bildschirmen, vor allem Brad Dourif. Oder sie lungern auf irgendwelchen Betten rum oder stehen einfach nur rum und gucken sich an und reden irgendwas. Dass ausgerechnet dieser vierte Teil jetzt dann auch wirklich der längste Teil des gesamten bisherigen Franchises ist, auch wenn es jetzt nur 2-3 Minuten sind, ist echt ein Witz. Wie ich vorhin schon sagte, gefühlt geht jede Einstellung 10 Sekunden zu lang. Es wiederholen sich Einstellungen, dann kommen dann irgendwelche Einschübe, nur damit daraufhin dann wieder die Einstellung von vorhin gezeigt wird, beziehungsweise daran irgendwie anschließt, was dann auch wieder viel zu lang geht. Und das wiederholt sich im Film permanent. Ich weiß es nicht, sollte durch diese künstliche Ausdehnung der Szenen irgendwie eine Art Spannung erzeugt werden? Weil der Film insgesamt von seinem Ton auch deutlich düsterer als die Vorgänger daherkommt, wollte Rupert Harvey doch tatsächlich einen Horrorfilm machen? Und dann haben wir noch unnötig vielen Füllerdialog, hatte ich ja vorhin schon kurz angerissen. Ich finde, man hätte Critters 4 gut und gerne um 15 Minuten kürzen können
und man hätte trotzdem nichts vermisst. Alle wichtigen Informationen wären trotzdem da gewesen, aber das Tempo wäre ein viel besseres gewesen und somit ein besseres Seherlebnis für den Zuschauer. Auch wenn der fertige Film dann vielleicht nur 70 Minuten oder so gegangen wäre. Und daher kann ich mir hier jetzt wirklich sehr gut vorstellen, dass die gekürzte alte deutsche VHS vielleicht sogar wirklich von ihrem Tempo einfach besser funktioniert. Der Film hat insgesamt ein paar gute Ideen, aber ich finde, daraus wird einfach viel zu wenig gemacht. Und das Ganze sicherlich auch irgendwo budgetbedingt. Zum Beispiel dieser komische Apparat, der die Viecher mutieren lässt. Oder dass der Schiffscomputer Angela immer das Gegenteil tut von dem, was ihr gesagt wird. Also typisch Frau. Oder die eine Szene, als Papa Critter hier T-1000-mäßig hier zerdeppert wird, fand ich irgendwie ziemlich cool, obwohl das sicherlich eben von Terminator 2 geklaut wurde. Eben auch wie die Szene, als Ark zum Schluss auftaucht und die Eier haben will. Das hat mich dann nämlich wieder an Alien 3 erinnert, als dann auf einmal Bishop oder beziehungsweise Wayland auftauchte und das Alien haben wollte. Oder dann haben wir noch die andere Szene mit Charlie und Ethan in der Müllentsorgungsanlage. Star Wars. Andererseits dann wiederum dicke Props an die Greta-Hommage aus Nightmare on Elm Street Teil 5. Die fand ich wirklich stark. Wie gesagt, ich habe jetzt kein großes Problem damit, wenn jetzt von großen Vorbildern irgendwie geklaut wird, wenn es gut gemacht ist. Aber das Allermeiste hier in diesem Film ist einfach nicht gut geklaut. Und das Nicht-Geklaute ist auch nicht gut. Auch diese riesigen Logiklöcher, die verstehe ich irgendwie nicht. Warum schwirrt das Schiff bzw. die Kapsel 53 Jahre im Weltall rum und niemand findet sie? Und warum war die verschollen? Warum hat die Ark damals überhaupt vom Radar verloren? Denn als hier die Crew die Kapsel auf einmal findet, da meldet sich auf einmal wieder Ark. Also ich verstehe das alles nicht. Zu den Sets, die sind peinlich bis okay. Aber die visuellen Effekte, meine Fresse, die sind wirklich unterirdisch. Stellenweise hatte ich hier sogar so Dark Star Vibes, also den von Carpenter. Der hatte nämlich ebenfalls unterirdische visuelle Effekte, aber die machten wenigstens Spaß, waren wunderbar im Kontext des Films eingebettet und außerdem kostete Dark Star wirklich nur ein Bruchteil von dem, was der eh schon ziemlich billige Critters 4 gekostet hat. Die beiden Main Critters sind mal wieder wunderbar, aber es gibt halt eben nur zwei. Und wir haben hier leider verflucht wenig alberne Critters Action, jetzt ganz im Gegensatz zu Teil 3, als die da dort die Küche zerlegt hatten. Die Darsteller selbst, die sind okay, da möchte ich jetzt wirklich niemanden etwas ankreiden, sie erfüllen ihren Zweck. Trotzdem sticht natürlich ein Don Opper, ein Brad Dourif oder auch eine Angela Bassett auf jeden Fall heraus. So sehr ich jetzt Terrence Mann im ersten Teil verehrt habe und auch im zweiten Teil, hier holt er mich einfach nicht ab. Was aber eben an der Neuausrichtung der Figur und dieses doofen Twists liegt. Warum nicht irgendeinen anderen Schurken einführen und Ark eilt jetzt in letzter Sekunde her, um der Truppe zu helfen? Das wäre irgendwie viel cooler gewesen. Ansonsten, was gibt's noch zum Score zu sagen? Unspektakulär, aber trotzdem mit seinem Western-Flair, mit seinen Western-Einflüssen nett. Nee, Rupert, das war einfach nichts. Ich will jetzt auch gar nicht groß zusammenfassen. Ich habe jetzt in den letzten Minuten alles Wichtige gesagt. Der Film erhält von mir jedenfalls mit so einem kleinen Nostalgiebonus 2,5 von 10 Punkten. Holt gerne meine bisherigen Critters-Videos nach. Kommentiert doch gerne, was ihr über diesen Film denkt. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tudum, tudum, tudum.